Wir düsen lässig über Ragnarok, suchen neue Raid-Ziele, haben kein Equip dabei, sind wirklich nur zum Scouten unterwegs und kommen in eine crazy PvP-Situation mit einem Griffin. Da startet die Folge jetzt und denkt immer dran, ich hatte nichts dabei, also alles, was ihr in meinem Inventar dann später seht, habe ich irgendwo gefunden oder gelootet. Es wird einfach zu geil, diese Folge. Und ich bin froh, dass das die letzte dieser Staffel war. Und dann geht es nämlich bald schon weiter mit neuen Content auf anderen Servern. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, denkt ans Like und ans Abo. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich wüsste, was oben heißt. Ach, der Griffin ist tot. Hast du den gekillt? Nee. Der Griffin ist tot. Tribe of Trank. Der Griffin ist ein anderer Tribe. Die Foppen hier hinten. Solo ist YOLO. Baut dann Tech-Gen auf. Hä? Was? Was passiert hier gerade? Okay, also so, es sind hier gerade 3 Tribes. Ja, also ganz ehrlich, genauso war es auch, als wir hier gebaut haben. Die ganze Zeit. Aber da stehen noch keine Turrets, das ist einfach nur ein Tech-Gen. Den mache ich jetzt auf jeden Fall mal weg, das darf ich doch. Was ist denn hier? Was ist das? Das ist die Leiche von dem Typen. Ich habe hier einen Typen. Ach du Scheiße! Okay, der hat... Guck dir mal den Bag an! Und nichts davon ist von mir. Ich war leer, ne? Ich hatte nur das Tick gekauft. Wow. 200 Slots sind das. Achtung, Skorpion. Okay. Übel viel Zeug. Mit übel viel Flaksets. Und Rockets und allem. Und 200 Medbrews, sehr schön. Guck mal, da unten leuchtet irgendwas rot in der Turrets. Was ist das? Oh, das ist ein roter Dödi. Ja, ist ein roter Dödi. Aber unten am Strand in der Viking Bay sind auch irgendwelche Turrets. Hm. Wird mir auch ja, rot reingerendert. Okay, also jetzt habe ich genug Kids, um gegen die zu kämpfen, auf jeden Fall. Ich habe keine Shadow Sticks dabei. Warte mal, ich guck mal, ob der Typ welche hatte. Möchtest du gerne? Ich habe welche. Echt? Ja. Wo bist du gerade? Ganz oben drauf. Ich sehe sonst keinen, außer die beiden hier vorne, ne? Ich habe nur den Griffin gesehen. Oh, ein Parasaurus hat mich detected. Das ist. Kommt dann bestimmt gleich wieder jemand gucken. Ja, der kommt wieder raus. Hey, aber das ist nicht den hier Para, oder? Hatte ich getroffen, ja. Arduino aber auch. Hier, Hits. Warum schlucken die denn so? Ja, Flak. Detected you. Ja. Oh, er hat bei ihm alles kaputt. 400er Hit hat er von mir gekriegt noch. Das ist auch gerade einfach nur ärgern, was wir hier machen. Ja, ist so. Aber ich weiß auch nicht, warum sie immer wieder rauskommen, ne? Ja. Na, weil die nicht wollen, dass wir gucken. Bist du auch hinter mir, ja? Ja, Parasaurus ist auch irgendwie weg. Keine Ahnung, ob sie ihn wieder gecrowd haben oder so. Hier stehen Turrets, die könntest du übel easy. Also die haben da eine Wall stehen, aber ganz, ganz klein, Blackie. Boah, richtig, richtig weit vorn und total klein. Alter, guck dir auf einmal Spawn. Von dem Drop. Ja, ja. Es ist so pink jetzt alles. Das ist übel cool mit dem pinken Licht. Das sieht total schön aus. Wie so Disco-Fight, ja. Ich hab die ganze Zeit halt nur einen Exosuit an, ne? Ich könnte noch mal den Textsuit von dem Typen anziehen, den er mir reingeintert hat. Jetzt! Ja. Da ist er. 2. Oh, die haben wieder Bock auf mich. Die können mich hier nicht hitten. Jetzt aber es leckt halt gerade so sehr, weißt du? Er kommt, er pusht. Ja. Ich weiß ja auch nicht. Okay, Leck. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Ärgern. Dankeschön, schlaf gut. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn! Alles schon. Kriegst du ihn? Ah ne, er hat ihn gegrabbelt. Schade, schade. Alter, wie schnell sind denn die wieder da? Er hat viele Hits bekommen, der eine. Der hat 3333er, das heißt, er hat 999 Damage bekommen. Und wie viel Leben hat er? 1000! Schön! Mich reizt es ja schon, da einfach mal Granaten reinzuwerfen. Ich guck mal, ob der Typ Granaten dabei hatte. Pero vamos a ver, chavales, ¿queréis dejarme con nosotros en mi casa tranquilos, hostia? Das sind Spanier oder Franzosen? Yeah, yeah. Das sind Spanier eher, oder? Spanier würde ich sagen, ja. Grenades? Ne, Grenades hat er. Er hatte leider keine dabei. Das sind 3 Leute. Einer ist dead? Ja, hab ich gesehen.
die grappeln jetzt wieder. Ja. Das war sehr der schön. Sogar mit Tick. Achtung, er pusht. Schön. Sich von dem anderen ordentlich kassiert. Das war die Tech-Chest. Ja, meine Tech-Chest ist fast dead. Er kommt, er pusht. Nee, doch nicht, hat sich's anders überlebt. Die rennen immer volle Pulle los auf dich und dann in der Mitte. Jetzt kommt er aber wirklich, oder? Ja, er ist runtergefallen. Ja. Oh mein Gott, das war so mein Gesicht. Er hat kein Dingsi. Der muss sich hochkrabbeln. Herr Bobose. Ich sehe leider gerade absolut gar nichts. Du hast keinen Tech-Helm auf, ha? Nee. Ich hab ihn! Ich hätte ihn gerade so easy. Seine Leiche, ich habe keine Ahnung. Ja, gerade war die noch da. Auf jeden Fall. Ja, sie liegt noch da. Jetzt haben sie es reingeholt. Ach, Mann! Boah, noch einmal killen. Dann grabbel ich mir mal eine Leiche von denen. Hab ich echt Bock drauf. Und hoffentlich den, der die ganzen Leichen gelootet hat. Oh, ich kann das nicht jetzt. Oh, ich hab den gerade so gut getroffen. Sein Fuß guckt raus, seine Fußspitze. Ja, das kann ich nicht hitten von hier. Ich komme lieber zu dir rüber. Uff, Chest kaputt. Jetzt kommen sie auch gerade nicht mehr raus. Ich glaube, wenn wir wieder vorgehen würden, würden sie wieder rauskommen. Ich glaube, ich muss wieder runtergehen. Ich glaube, dann kommen sie. Ja. Wie kann er so schlecht bowlern, ist die Frage. Ja, seine Sniper und mein Bowler, ey. Wir sind Profi. Er hat keine Chest mehr an! Ich habe leider nicht. Er hat keine Chest mehr an gehabt! Ich habe keinen Sniper-Schuss mehr. Ich hab noch 30 Schuss. Ich weiß gar nicht, ich habe 150 Schuss, glaube ich, verballert jetzt in dem Fight hier. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas andere waffenmäßig habe, was ich dir geben kann. Ich habe einen Flamethrower. Willst du den nehmen? Okay. Och ja, es sind zwei, stimmt. Oh, es sind jetzt zwei. Einer hat einen Hit. Der andere ist hinter dir, pass auf, hinter dir. Ja, das Problem ist halt die... Der eine hat mich gegrappelt, obwohl ich mit Shield vorher geblockt hatte. Ja, kennst du doch. Steht jetzt zu dritt da? Nee, nur zu zweit. Also der dritte ist echt weg. Ja, du hast es echt durchgezogen. Boah, stehen sie jetzt mal, 11 da? Schuss, ja. Meine Schuss sind gleich all. Boah, wieder ein 200er Hit gemacht. Hast du den? Wie lang kriegst du den? Oh, der ist hier oben, der andere ist hier oben. Kriegst du den? Hab ihn. Kannst du ihn aussaugen? Ja, bin gerade dabei. Sehr jo, gut. Hast ihn auch Auto gelootet, ne? Ja. Ja. Richtig gut. Und? Hat der ein Kit? Was Gutes? Primflak. Ach du Scheiße, Primf. Der läuft mit Primflak rum. Der wollte mir die Waffe aus der Hand wippen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das war seine Mission. Der kommt. Hab ihn. Weiß gar nicht, was er machen soll, der Arme. Er steht einfach nur rum. Okay, er hat mich genetzt. A Flame Arrow hat leider keine Muni mit. Der versucht mich nochmal. Hast du ihn wirklich nochmal? Er versucht mich gerade nochmal zu netzen. Ja, das war's. Ich habe ihn nur noch angezündet. Oh, er ist tot. Sehr gut. Hast du ihn auto-lootet? Nee, leider nicht. Scheiße, ich brauch das Zeug. Ich glaube, du kannst einfach runter und dieses holen, ne? Ich weiß nicht, wo das liegt. Er ist gerade am Snipen, aber vorne rechts, hier müsste das sein. Ja, hier irgendwo. Siehst du was? Ja, hab's. Nice. Ich glaube, da waren noch mal keine Bullets drin. Ich sehe nicht mehr. Na, jetzt ist er gerade wieder rein. Er stand gerade noch da, aber ich glaube, da hat er dich gesehen. Nee, ich gehe. Aber das ist der mit den Sniper-Bullets. Den bräuchte ich. Ja. Kannst du mir sagen, wenn er pusht? Jetzt? Ja, jetzt ist er voll weit draußen. Nee, er hat dich gesehen, er ist rein. Jetzt. Ja. Oh, hat dich genetzt. Kannst du Karten? Hast du einen Cutter? Ja, ich probier's gerade, aber der ist dead gleich. Er lädt gerade nach. Nö. Ja, weg. Ach, die arme Desmodus, was konnte die denn dafür? Ist so. ich hab ihn. Kill ihn. Ich hab nur noch den Flammenwerfer. Wenn der alle ist, hab ich nichts mehr. Ist egal. Oh mein Zündet Gott, dich auch mit an, ne? Ist egal. Hau rein. Ach, du bist aber der Lag. Der Lag. Ja, es ist einfach der Lag gerade. Ich hau ihn hier runter. Ich bin dead.
Hast du ihn? Ich renne ihm hinterher. Er hat mich genetzt gekriegt. Ich hab ihn gekillt. Nice. Ich bin gerade schon wieder am Herlaufen. Ich weiß, ob ich sehe ihn aber nicht. Wo habe ich ihn gekillt? Der ist noch ein Stück gelaufen. Ich hab ihn. Ich hab alles sein Zeug. Oh mein Gott, da ist übel viel drin. Nein. Ja, der hat bestimmt immer geautolootet und ist dann einfach... Okay, wir haben wieder 60 Schuss und vier Sniper. Ja, weil guck mal, das Turret, das erste hier, das ist doch so close. Ja. Das ist doch so close, oder? Ja, ja. Ey, die bauen hier zu. Echt? Oh mein Gott, nein. Er baut hier einfach zu, er hat keinen Bock mehr. Hey, we wanna fight, please fight with us, please, it's so funny. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt ist es noch besser. Oh, guck mal, er kommt wieder raus. Oh ja. Nee, er baut wieder zu. Die Sau, wir können nichts machen. Das ist Cave Damage. Also ich hätte auch noch Stegos, ne? Das war's dann mit seiner Wand. Bolas. Ist der da? Ja, der liegt dahinter, ne? Ja, der steht direkt dahinter, ja. Jetzt hat er auch jetzt der 33er war auf ihn. Hm. Reingucken wollen wir schon. Man schlägt doch seinen Besuch nicht einfach so eine Wand ins Gesicht, oder? Das ist schon sehr unhöflich. Kommt, Achtung. Diese. Ach ja, du Scheiße. Die machen ein bisschen Damage. Mhm. Oh Gott. Also die Form sind alle weg und die Foundations hinten auch. An die Turrets kommen. Da kommt, Achtung! Einfach eine Late ins Gesicht werfen. Am besten graveln. Er steht schon wieder da. Ja, ja. Oder genau zu Bolan. Dann schieße ich ihm mit einer Tech Rifle. Nein, er hat mich! Ich hatte dich! Nein, Danny, nein! Nein! Weiß er nicht. Er kommt, Achtung! Ich bin wieder gegrappelt. Der, ich weiß nicht, ich habe anscheinend ein Thema dickeren Kopf als ihr alle. Ich werde einfach jedes Mal geholt, er trifft nur mich. Ich schmeiß ihn mal ein bisschen direkt da vorne in die Ecke rein und du wüsstel die auf neutral. Aber dann kommst du mit der Desmo auf keinen Fall durch, ne, wenn die Karo da ist. Ja, genau deswegen soll er auf neutral machen. Dass sie da reinrennt. Damit die ein bisschen Schüsse abhält. Okay, ich geh weg. Oh, okay. Ja, gut. Die hat nicht so lange ausgehalten. Oh. Hier kann ich so groß hocken. Ja, es ist halt Ted, du musst drauf. Ted, setz dich drauf. Ted, der ist auf dich. Wieso? Gehen wir nochmal an den Desmo ran. Mhm. Da sind Nades drin. Ich brauch die alle nicht. Ja, warte mal, ich geb dir Flak. Okay. Na dann. Viel Glück. 3, 2, 1. Ja, war ein guter Start. Schon vorne landest, den. Du landest dann halt, weißt du, mit der Desmo. Ja. Er läuft halt einfach rein, sozusagen. Lag. Ach du Scheiße, Alter. Weißt du, wie viel Damage du da gemacht hast? Ja, drop den Stego rein. Hast du Raketen, Ted? Ich hab keine. Okay, gut, dann mach das. Drop den Stego rein. Der Stego ist jetzt auch gleich tot. Weil er hat nur noch Tag, aber schießen nur noch Tag-Turrets. Aber nachdem der Stego gestorben ist, war erstmal Server-Neustart. Und das Ganze hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Und nach dem Relog war plötzlich eine Wand da, wo vorher noch ein Loch war. Der Typ hat hier wieder eine Mauer hingebaut, auf jeden Fall. Jetzt kann ich mal Luki-Luki machen. Ich habe sie nicht gesehen, als sie kaputt gegangen ist, weißt du was da... Also es stehen halt nicht viel. Also ich glaube, weiß ich nicht, es steht echt nicht viel da. Ja, mal gucken. Voll die Orb, die steht direkt hinter dem Dingens. Ich schrotte gerade erstmal die Orb. Ich bin da raus. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. Okay, die Orb ist jetzt weg, Leute. Das ist schon mal gut. Nice. Hast du ein Zeug? Ein Stück weiter hier rechts, warte. Ich kenne mal das ganze Viehzeug, was hinter dir ist, ne? Ja, hier den roten Megalo, der. Findest du meinen Freund zu killen? Was soll das? Let's go. Mein Gott, du bist drin. Ich kann nicht schießen. Einer ging raus.
Aber du hast, warst ja so lange da drin. Du warst so lange da drin, Alter. Kannst du mich irgendwie jetzt hochziehen oder so? Oh mein Gott, warte mal, ich kann erstmal so damagen. Weil das ist schon übel schwarz, die eine. Ich glaube, die kann ich einfach runterschießen, dann schießen schon mal weniger Turrets. Auch weg. Uff. Weggekickt. Mhm. Autsch. Trink die ganze Zeit Mad Brew. Bin voll dabei, aber das ja, schwierig. Mhm. Aber ich hab halt alles in die Schnauze bekommen. Aber vielleicht tankt er jetzt gut. Das macht er auf jeden Fall, und ich hab deine Leiche gekriegt. Also. Perfekt. Nicht so schlimm. Warte, er soakt jetzt gerade die. Ja, doch. Sollte eigentlich klappen, oder? Wenn man dann einfach das abwartet, bis die Tags leer sind. Na, es sind halt nicht alles, ne? Kannst also, du mir nochmal die Grapples runterwerfen? Natürlich, warte. Da und da. Wir die anderen gar nicht runterwerfen müssen, ist ja noch geladen. Aha, sorry. Alles gut. Ich hab's gut gemeint. Ja. Hier schießt halt ein Only Heavy, ein Only Player Heavy, aber welches ist das? Es ist halt alles auf Unmounted nicht gestellt, deswegen kriegst du da. Warte, ich versuche mal ein Stück nach vorne zu laufen. Jetzt kriege ich keinen Player jetzt mehr. Okay. Wenn ich da was, räume ich da was ab, was ich jetzt treffe? Du hittest, glaube ich, die Foundation. Also ja. Okay, gut. Da steht ein Heavy auf jeden Fall drauf. Weil das hat vorher mich alles abgeknallt. Jetzt blockst du das alles. Ich glaube, ein paar. Die Heavys schießen nicht mehr, die hier vorne stehen. Okay. Da, wo du gerade eben geschossen hast, die musst du nicht kaputt machen. Stego hat nur noch 50k. Könnte schwierig werden. Okay, das Heavy schießt nicht mehr. Es sind nur noch Tags. Okay, ich rockete mal. Ja, du kannst Rockets. Am besten mich nicht treffen, weil ich habe nur keine Schuhe mehr und ja, nice. Es geht durch. Ist das die richtige Richtung, ja, oder? Ja. Die Tech-Granaten werden doch auch nicht abgefangen, ja. Nimm die Tech-Nates lieber. Ist die an dir hängen geblieben oder ist die da? Ja, die ist an mir hängen geblieben. Sorry. Ich habe nur 30. Ach nee, die ist auch an dir. Ja. Hast du das? Heavy schießt die ab. Oh, die ist an mir hängen geblieben. Ah, ganz links. Ganz links wird noch ein Heavy. Wenn du zuerst die anderen kaputt machst, ich komm mal zurück. Mhm. Ja, ist halt leck, okay, wie so, Sau so gerade. Nee, doch nicht. Dein Schwanz, ja, du stehst halt so quer, ne? Niemals. Ja, ich komm hier aber auch nicht mehr raus, glaube ich. Ja, ich komm halt auch an dir nicht. Kannst du dich mal bitte gerade drehen? Einfach so, dass du nicht so. Grade, du nimmst zu viel Platz, ja. So, okay. Kam die durch? Ja, der war gut, oh, nee. Ja. Die ist wieder hängen geblieben. Weil wenn der Stego in eine Richtung guckt, dann ist es okay, weißt du, das ist so. Aber das kann ich jetzt eh nicht treffen. Ja, es ist gut. Jetzt ist nur noch das. Ah ne, ist noch eins rechts hier vorne direkt. Hier unten, ja. Du musst mit der Splittergun, also entweder. Warte, so, jetzt. Ja, den Hit zu, ja. Ja, so ist gut. Ist weg, ne? Ja, das ist schon weg. Perfekt. Weil das Heavy macht die immer da vorne kaputt. Ja, perfekt. Du triffst es richtig gut. Weg? Nee, Lag. Lag? Oder leer? Nee, ist kein Lag. Leer. Mhm. Ja. Leer, so wie es aussieht. Mhm. Geh mal ganz kurz dort weg. Achtung. Nicht dort rangehen, Danny. Weil ich will das schnell weghauen. Weißt du, falls der kann jederzeit online kommen. Nee, es wurde mir in der Hand abgefangen. Die. Bäh. Weg. Da sind noch mehrere Turrets. Ach, da ganz hinten, okay. Links hinten, oder? Ja, der Stego ist schon sehr low, ja, er ist ganz hinten links. Hier sind noch ein paar Heavys, die hier rumliegen. Boah. Und wo bist du abgeschossen? Von denen auch giftig schießen. Da, ja. Sind überall Turrets, ne? Aber wo ist denn der Jane? Siehst du den Jane irgendwo? Da ist auch noch einer.
Mal, da ist der Jenny, ich sehe ihn. Ja, ja. Tech Rifle. Okay. Kannst du ihn Rifle? Ja, ne? Nee. Warte mal. Ja, der, warte, die Heavy Season. Ich kann noch ein bisschen irgendwas soaken da. Was wir sagen. Ja, stopp. So, gut? Ja. Ja, perfekt. Sag mir mal, wenn er weg ist. Ich sehe das nämlich nicht. Ist schon weg. Irgendwas schießt aber noch auf mich da hinten. Das ganze Flak zerlegt. Ich habe gar keine. Ah. Ich glaube, da ist ein Battery, glaube ich. So wie es aussieht. Oder? Da hinten geht's noch weiter, Ja, dort hinter dem Forcefield geht's noch weiter. Da ist eigentlich die Crafting Area. Ich guck mal. Kannst du das hier kaputt machen oder mir... Es schießt nicht mehr. Ich werde hier nicht mehr abgeschossen. Nee, bei dir nicht, aber ich werde hier abgeschossen. Das ist direkt hier vor mir und der Stego hat nur noch 18k. Kannst du mir... Ach, dieser Stego. Er hat einfach null Ausdauer und er kriegt auch die ganze Zeit nichts. Aus dem Weg. Jo, sind weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Forcefield wegmachen. Das hat 250k. Ich schau nur Rocket rein. Mhm. Wenn du die Bullets aufsammeln könntest, wäre es echt gut, weil ich bin Slotcap, weißt du? Ja. Hier. Pass auf, da hab ich noch eine Granate. Pass auf, geh weg. Ja. Meine Tech Rifle ist auch gleich durch, aber ich habe mehrere. Yo, Force Feed ist weg. Okay, ich komme nach vorne. Mhm. Ah ja. Oh ja. Viele? nee, aber können wir eine Cabo reinschmeißen? Und wenn du eine hast? Das passen. Du hast eine. Ich? Du hast noch meine Stuff. Achso, ja. Ich habe nicht durchgeguckt. Ah ja, ich habe eine Cabo. Okay. 1, 2. Die haben ihre Tiere auch alle auf Breeding stehen gelassen, deswegen sind da viele Stegos geschlüpft in der Zeit, als wir geraidet haben und wir konnten die Babys dann annehmen. Und das waren einfach Capped Stegos, also 254 HP, die waren viel besser als unsere eigenen und einfach die beste Line, die wir bei einem Raid auf Tech Force in dieser Season überhaupt rausbekommen haben. Einfach mal ein Capped Stego gelootet, sehr geil. Hab ich eine Soul? Ja, ich habe eine Soul Trap. Ich nehme den gleich mal mit, ne? Dankeschön. Ja. Jetzt haben wir eine Capped Stego Line. Autsch. Schön. Oder soll ich das lieber machen? Nicht, dass du tot bist. Ist dran? Ja, ist dran. Ich sehe es gar nicht. Ach doch, da. Am Hals. Ich sehe es leider auch schwierig, doch. Jetzt kannst du? Jetzt? Ja. Weg? Nice. Ich weiß nicht, ob alles weg ist. Guck einfach mal, ich meine, du hast eine Flak an, also. Probier's. Sieht gut aus. Okay, wo ist denn der Gen? Wir machen erstmal den Gen weg. Ja. Ja, hier unter der Foundation. Ja. Oder hier sogar offen. Alles aus! Geradet! Woo! Egal, ich bin gerade beschäftigt. Ach du Scheiße. Ich mache ja alles mit C4 voll und du. Ja, ich will die Betten kaputt machen vorher. Mhm. Nicht, dass sie jetzt hier wieder spawnen. Okay, gut. Achtung, ich zünde einmal. So, Achtung, Video. So schnell fällt eine Base. Boom! Oh. Nice. Du hast sogar noch Moschus mitgenommen. Wie viele Leute sind das? 8 ja. Leute? Ist das ein Volltribe oder was? Hast du die alle gelootet? Die sind... Nee, also die meisten waren ja naked. Sag mal, oh, ein Wirren Ei, okay. Ja, ein bisschen was. Bier! Sehr gut. Mad Bruce, das ist auch gut. Warte mal, dass ich... Ja, hier ist auch noch. Und hier in dem Repli sind noch übel viele Batterien, die wir nur laden müssen. Schmeiß mir mal bitte den Mana raus. Boah, aber erstmal das ganze Zeug hier ablegen. Ja, warte, hier ist noch einer. Auch Slot Cap. So, ich hab das mal ein bisschen auf Wait gegeben. Ein Maving Slot Cap. Hier, du kannst auch den hier nehmen, der hat schon Sattel. Mhm. Und der hat doch 100, ja, keine Ahnung, 1 Million. Mhm. Die Perlen und so, das nehme ich mit. Die Bullets. Boah. 40.000 Metal, nee, 500.000 Metal. Also ganz ehrlich, für mich ist es jetzt hier mit Abstand der Raid, wo am meisten rausgekommen ist. Oh, guck mal, hier so ein Jenny Transmitter. Sehr gut, den Transi, den brauchen wir zum Traveln. Ja. Das ist auch ein Spaß, oder? Ja, absolut. Da sieht man mal wieder, dass man eigentlich auch fast komplett ohne Vorbereitung raiden gehen kann. Wir hatten keine FOB. Die Tiere, die wir mit hatten, die hatten wir auf Tasche oder im Upload irgendwo dabei.
alles, was wir jetzt zum Wegtragen nehmen, und das sind mehrere Tames, die wir brauchen, weil einfach so viel Zeug drin war, das ist alles von denen gelootet. Also im Endeffekt fast nichts eingesetzt und so viel dabei rausgekommen, das hat sich richtig gelohnt. Und ich hoffe, dieses Video hat sich für mich auch gelohnt. Das ist nämlich dann der Fall, wenn ihr viele Abos und Likes da lasst, würde mich mega freuen. Und wie gesagt, das ist das Ende dieser Season hier, aber bald geht's schon mit einer neuen weiter. Und vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Die ganze Playlist findet ihr jetzt hier. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch.